Hallo liebe Freunde der virtuellen Fliegerei, heute habe ich wieder ein neues Abenteuer für euch. Und zwar ist es jetzt schon einige Zeit her, dass ich den letzten Film gemacht hatte. Das war im letzten Jahr. In der Zwischenzeit ist viel passiert, aber ich habe an dem Paket für Tiere gearbeitet und die Ergebnisse werdet ihr gleich sehen. Es handelt sich um nördliche Tiere von der nördlichen Halbkugel auf besonderem Wunsch eines Users, der meine Videos gesehen hat. Ich wünsche viel Vergnügen. So, wir sind jetzt hier irgendwo in Nordkanada. Seit einigen Wochen gibt es ein Problem mit den Tieren hier oben. Viele Grizzlybären überfallen hier die örtlichen Tierbestände. Die kanadische Regierung hat uns gebeten, diese Bären zu jagen. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen die Polarbären allerdings ausnehmen. Sie sind freundlich, friedlich und essen nur Fisch. Aber es gibt Wissenschaftler, die herausgefunden haben, dass Adler und kanadische Gänse die Grizzlybären informieren über die besten Plätze, wo man das Wild findet. Ob es nun wahr ist oder nicht, wir haben auch diese Vögel abzuschießen oder zu erledigen. Da kommt ja eine Formation von Gänsen an, die sollten wir mal jagen. 50 Meter Höhe. Ulala, hab keine Übung mehr im Hubschrauber fliegen. 4 Wochen nicht geflogen, das muss ich noch ein bisschen üben. Egal. Wo sind sie denn jetzt? Wo laufen sie denn? Oder wo fliegen sie denn? Ich habe sie außer Sicht verloren. Hui. Das war ein perfekter Vogelschlag. Alle sind tot und liegen am Boden.
Dann sollten wir mal die Gegend weiter nach Grizzlybären absuchen. Outside. Cockpit. Da sind ja sogar zwei von denen. Sie jagen eine komplette Familie von Rothirschen. Viele Junge dabei. Dann wollen wir mal die Waffen scharf machen und die Grizzlies abschießen. Left gunner seat. Gunner left. Left gunner. Wow, das hat gesessen. So, we got him. Der erste ist erschossen. Jetzt zum nächsten Grizzly. So, das war keine einfache Sache in Virtual Reality, aber die Tierfamilie ist jetzt sicher. Pilot seat. Schönes Rotwild. Und zwei tote Bären. Wow, 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 wow. Outside. Oh, da fehlen einige Stücke am Hubschrauber. Cockpit. So, it's no longer working. Das Video ist allerdings nicht dazu da, meine Flugkünste vorzuführen, sondern euch die Tiere zu zeigen. Zum Glück habe ich aber einen weiteren Helikopter in derselben Mission vorbereitet. Wechseln wir einfach den Slot. Diesmal ist es ein Hui. So, dann wollen wir unsere Mission, die Bären zu jagen, mal fortsetzen. Hier sind einige Elche, die den Fluss durchqueren. Aber ich sehe keine Bären im Moment. Doch, da ist einer. Ein weiterer Grizzly wartet auf uns.
So we shredded him. Den haben wir aber leicht mit unserem Skiz umgelegt. Ich hätte das aufzeichnen sollen für die Jungs zu Hause. Right, Gunner. Muss den VR erstmal nachjustieren. So, jetzt geht's hoffentlich besser. Er versucht zu fliehen. Aber wir haben ihn erwischt. Pilot Seat. Eine weitere Elchfamilie ist gerettet. Es gibt hier so viele Bären. Wir sind alle angelockt von diesen Spionagevögeln, Gänsen und Adlern. Glaubt es oder auch nicht? Ihr glaubt das doch, oder? Oder doch nicht? Pilot Seat. Das war ein sauberer Blattschuss. Haha. Auf, weiter geht's. Ich habe jetzt richtig Blut geleckt. Sind hier noch mehr Tiere im Paket? Zum Beispiel ein Pferd. Was ist das denn? Ein Adler und seine Beute. Open front doors. Outside. Hat einen Fuchs erbeutet. Cockpit. Close front doors. So, noch mehr Tiere.
ein Eselchen. Und eine Ziege in der Nähe der Polarbären, Eisbären. Da ist noch ein Adler in der Luft. Das sollten wir uns mal näher anschauen. Gefährliche Spionagevögel. Wow, schon wieder ein Vogelschlag. Das ist das Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Zuschauen und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit den Tieren, die bald hochgeladen werden auf die User-Page. Ich wünsche was. Tschüss.